Moin Moin und hallo, heute zeige ich euch, wie man einen Perlator mit Essigessenz reinigen kann und kalkfrei bekommt. So, als erstes werden wir mal einen ausbauen. Dazu schließen wir den Abfluss und nehmen einen 22er Schlüssel. Dann gehen wir an die Aussparung des Perlators, wie ihr hier sehen könnt. So, und drehen ihn auf. So, jetzt ist er angelöst, jetzt können wir ihn entfernen. So, dort ist der Perlator. Hallo Perlator, wie geht es dir? Jetzt könnt ihr ihn entweder auseinanderbauen oder ihr packt ihn zusammen da rein. Dafür brauchen wir einfach nur ein Gefäß wie dieses. Diese Tasse zum Beispiel. Nun gehen wir hin, öffnen unsere Essigessenz und werden den Perlator damit bedecken. Und wenn er bedeckt ist, lassen wir ihn dort über Nacht stehen, bis er am nächsten Morgen gereinigt ist. Denn die ganzen Kalkablagerungen da drinnen werden dadurch aufgelöst und sind verschwunden danach. So, nun ist eine Nacht vergangen. Wir holen unseren Perlator wieder raus und sehen, dass kein bisschen mehr an Schmutzpartikeln an ihm dran sind. So, jetzt gehen wir wieder an unsere Mischbatterie und drehen ihn herein. Achte darauf, dass die Dichtung nach oben zeigt und dass auch alles noch komplett ist. So, jetzt drehen wir ihn wieder herein. Ihr könnt natürlich auch das Wasser des Essigs oben benutzen, um die Armatur zu reinigen. Dann handfest andrehen und mit einem 22er Schlüssel macht ihr danach noch eine ganze Drehung, bis ihr merkt, dass der Gummiring gut passt. Macht es nicht zu doll fest, nur so lange, bis ihr merkt, dass jetzt oben kein Wasser mehr rauskommt zwischen Perlator und Mischbatterie. Und dann habt ihr den super gereinigt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.